I need to go to my room and return Warren's flash drive. Oh. Yeah. Hi, Max. Was liest du gerade? What are you reading? Love today or die forever. Don't even say anything. It's a bestseller. What to say? Good point. Now, if you'll excuse me. I feel like Alyssa and I should be better friends. Also ich weiß, dass Alyssa gerne mal das Opfer von irgendwelchen Unfällen ist. Ow! Dude! No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Nice, bro. Football, Max. Big football. Step away. Glad to see our campus is eco-friendly. Foto. Sweet. This is going to be too damn cute. At least it's not a cat picture. Hi, Kate. Hey, Max. Sie ist traurig aus. Awesome. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Okay. Na, immerhin können sie sich ordentlich zuwerfen. Howdy, Samuel. Well, hello there. Sie ist beschäftigt aus. You look busy, Samuel. I'm always up to something. Today it's sweeping, then painting windows. Just don't paint over the posters for Rachel Amber. You can't color over that sunlight. Du kanntest Rachel? You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Nice, bro. What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward, like a clock. Wie war sie denn so? What was she like? Sweet. She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery, positive and negative. See you later, Samuel. Nice, and watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh, yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. What the hell? Are you kidding?
Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Okay. Nice, bro. Kann ich auch irgendwie vorspulen? This main sprinkler valve looks easy enough to use. Okay. Doch nicht. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Geht das jetzt? Für uns ging das doch auch einfach so. Nö. Hm. Dann muss ich wohl nochmal zurückspulen. Keep walking, hippie. No. Achso, der hängt schon, okay. Okay. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Dude. Nö. Awesome. She looks like a pissed off wet cat, and she's still stylish. There's only one way around this. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Okay, let's see if this works. Kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Wirklich? Grüß das Murmeltier. Water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Oh, Samuel is sorry. Wet pain is not good for hair, nope. Get the hell away from me, weirdo! Hold
Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Hey, Victoria. What do you want, Max? Listen. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Victoria kann ja eigentlich ganz nett sein, wenn sie will. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Sorry. I really have to find out what happens. No. Muss wohl erst später passieren. Ich erinnere mich nur dunkel an das Spiel. Ganz dunkel. Room 217? No way in hell am I ever going in here. Victoria is. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. HIV und AIDS sind nicht nur Initialen auf einem Poster, diese sind ernsthafte, lebensbedrohliche Krankheiten und niemand ist immun gegen sie. Informiere dich jetzt. Für weitere Informationen choosehealth@choosehealthadmin.ed. Belohnung. Am 16. September, okay, das kennen wir ja schon. An die Schlampe, die meine Franju-Creme gestohlen hat. Das Zeug ist scheiß teuer und ich brauche es gegen meine Akne. Ich weiß genau, wie es Haut schert. Und ich warte darauf, dass sich deine Haut aufklärt. Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Lass dich nicht von Big Brother beobachten. Bis Ende des Schuljahres könnte ein aufdringliches Überwachungssystem an der Blackwell Academy installiert werden. Mitglieder des Lehrkörpers und des Schülerrats werden ein öffentliches Forum abhalten, um zu informieren und diese Angelegenheiten zu diskutieren. Bitte kommt und widersetzt euch diesem Eindringen in eure Privatsphäre. 18. Oktober, 17 Uhr, Schülerzentrum Aula. I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Sei nicht ängstlich, sei bereit. Waffentraining für Jugendliche. Auch unter 21-Jährige können lernen, mit Waffen umzugehen. Ob AK oder Srotovka. Sicher falsch ausgesprochen. Wir trainieren mit perfekten Plastiknachbildungen, spaßig und sicher. Komm für eine Demonstration bei unserem Bunker vorbei. Montag bis Samstag, 10 bis 17 Uhr, 174 Hemingway. Ignoriert die großen Hunde. Jungs und Mädchen aus Blackwell erhalten einen Rabatt von 20%. Man, people here are merciless. Sicherheit statt Treue. Egal wie sehr ihr einander mögt, ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl. Am Warten ist nichts auszusetzen. Für weitere Informationen besucht Please Wait at PraiseBGECOR. Graffiti, siehe Kates Video als Fotobeweis. Kannst du mich hören? Ja, das können wir alle. Bitte respektiere dein Stockwerk und deine Nachbarn. Sei leise im Flur nach 22 Uhr. Danke fürs Zuhören. Dane is still a cheerleader at heart. Da ist wieder ein Vermisstenposter. Juliet, extreme reporter. Das nenne ich wirklich. Oh, keine Jungs hier erlaubt. As if.
Sei wachsam auf dem Campus. Befolge diese Tipps für deine Sicherheit. Mach dir immer bewusst, wo du bist. Lass immer deinen einen Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campusverwaltung. Lade dir eine gratis Campus-App, Alarm-App herunter auf www.blackvilleacademy.ed. Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Buchclub der Geeks. Suche nach Gleichgesinnten, um Autoren zu lesen und zu diskutieren. Ursula K. Le Guin, Robin Hood, Neil Gaiman, Pierce Anthony, Terry Brooks, David Calvo, Marion Zimmer-Bradley und der übliche Scheiß mit fliegenden Drachen. Oh, ich liebe Marion Zimmer-Bradley teilweise. Ich habe eine Menge Bücher von ihr. Ich habe mit Nebel von Avalon angefangen, was sicherlich einige von euch kennen sollten. Oder könnten. Dazu gab es mal einen Film auf Sat.1, wobei die Sat.1-Filme ja von der Qualität her nie die besten sind. Keine pubertären Zauberer oder Romane über Vampir-Emos erlaubt und keine Jungs. Kontakt brookes@blackwellacademy.ed zum Verkauf. Dieses Fahrrad bringt dich überall hin. $20 für Lieferung, $5 mehr. Kontaktiere Tyron 555-756-1896. Thanks for the warning. Frisch gewischt. Das Ding versperrt mit dem Weg. Ist okay. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Nice atmospheric shot. Needs dusting. At least that's an alarm from this century. They live. Sei kein Zombie. Es gibt einen Ort und eine Zeit für soziale Medien. Lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen. Eine Nachricht der Clearhead Stiftung. Brains. Okay, this is just mean and stupid. This is like the public DNA of our dorm. Lass dich nicht von der Depression unterkriegen. Wir sind alle mal traurig und allein. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, kannst du uns jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Wir hören zu. Wir interessieren uns für dich. 24 Stunden Notruf 555-784-9165. Okay, das ist eine blöde Anzeige. Damit wird Depression echt runtergespielt. Also dieses, wir sind alle mal traurig und allein, das ist in dem Moment nicht das, was ein depressiver Mensch braucht, diese Verallgemeinerung. Ich weiß noch, wie man mir das so getreu dem Motto bei meiner Depression sagen wollte, von wegen, ja, es geht uns doch allen mal schlecht, was hast du dich denn so? Das hat mir nicht geholfen. So gar nicht. Verloren, Handy. Diamanthülle setzt zuletzt auf der Vortex Club Party gesehen. Bitte bei den Fundsachen im Prescott Wohnheim abgeben. Danke. Statistik-Tutor gesucht. Hilfe. Fast einen Monat Statistik und ich verstehe immer noch nichts. Ist es Mathematik oder Philosophie mit Graphen? Hilfe. Zahle, wenn du mir eine 1 organisierst. Hilf mir. CourtneyV@blackwellacademy.ed. Fleisch ist immer noch Mord. Tritt dem Veganer-Club von Blackwell bei. Jeden Mittwoch bringt jeder etwas Veganes mit. 17 Uhr Aufenthaltsraum. Die Nacht des Terrors. Stream along zu Halloween. Sick. Nightmare Before Christmas. 16. Oktober, 19 Uhr Aufenthaltsraum des Wohnheims. Alle 2 Monate jeder willkommen. Oh, Victoria, give me a fucking break. But what's this poster really trying to tell me? Dies ist dein Planet und wenn es darum geht, die Umwelt zu schützen, bist du der Boss. Die Entscheidung ist unsere, also erhebe deine Stimme. Rette die Erde! 6 Cells. Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Ja, aber er steht auf dich, Girl. The Forks. Das
das schon wieder lustig. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Na, dann haben wir jetzt was zu sagen. Max. Sehr schön. Das war sehr künstlerisch, Max. Home sweet home, my favorite cocoon. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. An Max oder alle, die es interessiert. Der filmische Inhalt dieses USB-Sticks ist von grausamer, lebensverändernder und kontroverser Natur. Diese Sammlung wurde mit äußerster Sorgfalt und für den anspruchsvollen Zuschauer heruntergeladen. Ich gratuliere dir zu deinem Geschmack und erwarte mit Spannung deine Bewertung von Cannibal Holocaust und Ultra Vixens. Peace, Warren G. Dass die sich sowas anschauen dürfen. Macht man übrigens keine Selfies. Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Just more stressed. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. It feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre, and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Cartier-Bresson, Doisneau, Hamilton, the greatest. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Ich kann mich gar nicht mehr an die Fotos erinnern auf der PS3. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. Schnelle Skizze meiner neuen Muse. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Camera Porn. Willkommen auf Camera Porn, deiner Webseite für fast jede je produzierte Kamera. National oder international. Klicke auf eines der Bilder unten für Modellspezifikationen. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Warren Graham, Warren G. at blackwellacademy.de. Max, danke für deine Mail und die Kopien deiner Notizen aus Jeffersons Unterricht. Ich werde nie aufhören, dich mit Dankesbezeugungen zu überschütten. Ich habe auch eine recht vielseitige Sammlung an TV-Serien, Kultklassikern und abgefahrenen Filmen auf einem fetten USB-Stick. Falls du sie dir ansehen willst, Danke nochmal für deine Hilfe.
Ich bin eher der Wissenschaftler als Künstler. Kannst du mir kurz erklären, wie eine Kamera funktioniert? Bis bald, Warren G. Oh, mehr gibt's nicht, schade. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Diese Taten wird Konsequenzen haben. Spätestens dann, wenn die Pflanze tot ist. Instant film is so damn hard to find and expensive now. Ich glaube, ich habe... But I can't help it. I'm analog, not digital. Ich glaube, ich habe damals meine, also die Pflanze im PS3-Run umgebracht. I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. Gut, dass es immer nur dieselben Akkorde sind. It's such a pretty guitar. I need to play it more. Would Man Ray call them selfie portraits? It's not exactly pretty in pink, but no shits are given. I like my wardrobe. I love that Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday and slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Alles Gute zum Geburtstag, Maxine. Wir werden nie den Tag deiner Geburt oder dein erstes Lächeln vergessen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Heute ist ein besonderer Tag. Wir vermissen dich, sind aber sehr stolz, dass du deinen Träumen folgst. Wir lieben dich, Mama und Papa. So, und wo jetzt war jetzt nochmal dieser legendäre Stick? Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Just more stressed. Looks like Dana left me a little post-it note. Hey, ich habe mir deinen USB-Stick ausgeliehen, um beim Lernen was schauen zu können. Wenn du ihn brauchst, findest du ihn in meinem Zimmer. XOXOD. Oh, da ist er also. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Stand da nicht in der alten Version irgendwas mit, Final Fantasy? Ach Gott. Good old time. Ich könnte schwören, die haben einiges am Spiel verändert. Also wie gesagt, ich kenne nur die PS3-Version. So tell me the truth or rotten there. Welcome to the real drama queens of Blackwell. So stupid. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh yes, Max. I've because we're cool. You are ridiculous. Was hat sie getan? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Oh, God. Juliet Mason. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Hey, Juliet. Let me out, Juliet.
Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. You are ridiculous. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. Würde Dana das tun? Would Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. I'm not letting her out until she tells the truth. I know the proof is in her room. I should find a way to end this silly standoff.